Namaste und willkommen zu Tune & Frequency. Mein Name ist Gina und dieses Reading ist für dich, wenn dein Mond, dein Aszendent oder auch dein Sternzeichen in dem Zeichen Steinbock ist. Wir nehmen dieses Reading gerade auf. Ich sage wir, ich sitze hier alleine in meinem Studio, aber wir, die göttliche Energie und ich und du und wir als Kollektiv, wir nehmen dieses Reading hier zusammen auf, zum Vollmond in dem Zeichen Skorpion. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie so den Skorpion in den Muddy Waters, also so einer schlammigen, in so einem Sumpf. Ich habe das Gefühl, wir brechen uns da gerade raus. Breaking through barriers, ja, wir kämpfen uns da gerade aus dem Sumpf heraus und kommen in etwas klareres Gewässer. Wir bringen etwas zum Abschluss durch diesen Vollmond, um etwas Neues zu beginnen, was in uns mehr Klarheit hervorruft von innen nach außen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das bei dir aussieht, Steinbock. Also, du bist dazu eingeladen, dir über dich selbst bewusst zu werden, diese Selbst, das Bewusstsein über dein Selbst ist erforderlich, dass du in deine finanzielle Freiheit kommst, denn diese finanzielle Freiheit ist in irgendeiner Weise blockiert und du sollst dich sozusagen durch dieses Labyrinth begeben. Okay. Wir haben anscheinend eine Blockade, etwas, was dich an deinem Wachstum hindert. Für dieses Wachstum ist dein Bewusstsein über dich selbst sehr wichtig, um in die finanzielle Freiheit zu kommen und um durch dieses Labyrinth des Lebens, nenne ich es mal, zu kommen. Auch in diesem Labyrinth, da geht es um Freiheit. Du möchtest dich von etwas befreien, weil du anscheinend irgendwo dich verrannt hast in eine Richtung, die nicht deine ist. Und scheinbar bist du gerade in eine Sackgasse geraten. Guess what? Weil es auf diesem Weg nicht für dich weitergeht. Es kann nur weiter für dich gehen, indem du dich umdrehst, zurückgehst und einen neuen Weg findest. Ich weiß nicht, ob du den Tricks schon mal gehört hast, aber ich teile ihn hier mit dir. Auch wenn du gerade physisch nicht durch ein Labyrinth läufst, aber dass man sozusagen eine Hand an der Wand hält und dann die ganze Zeit in der Verbindung mit dieser Wand sich komplett durch dieses Labyrinth geht. Also, dass du in Kontakt kommst mit dem Ort, wo du dich gerade befindest, dass du die Hand ausreichst sozusagen, ja, und in Kontakt gehst mit dem Moment, in dem du gerade bist. Denn wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du sehen, dass du gerade nicht erfüllt bist und dass das sich auch gerade in deiner finanziellen Freiheit auswirkt, dass es dir das sehr zeigt, dass deine Mittel und Wege gerade sehr limitiert sind. Steinbock ist ein Zeichen, das sehr auch eher sicherheitsliebend ist und sehr beständig ist. Und diese Einschränkung, das ist eigentlich gar nicht deins. Also denke nicht, dass du vor dem ausstehst und dass es jetzt vorbei für dich ist. Und versuche auch nicht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern back away. Ja? Geh einen Schritt zurück. Dreh dich um und lauf in eine andere, in eine neue Richtung und schau, wie du da in deine finanzielle Freiheit kommst. Ich möchte dir vielleicht an dieser Stelle ein paar Lesetipps geben. Also es gibt da ein paar großartige Bücher zu finanzieller Freiheit. Diese Verbindung auch aus
Finanzen und der Spiritualität. Was ich sehr empfehlen kann, ist Catherine Ponder. Ich habe in diesen letzten Readings sehr, sehr viel auch über die Synchronizität gesprochen. Also dies ist etwas, was euch alle bereichern will. Catherine Ponder und die dynamischen Gesetze. Sie hat da einige Bücher zu dem Thema und ich kann sie alle empfehlen. Also eines ist eher praktisch bezogen und das andere, aber da könnt ihr mir auch nochmal schreiben, wenn ihr da nochmal genauere Infos zu haben wollt. Und dann kann ich auch die Autorinnen Genevieve Rackham, eine Bekannte von mir, eine Coach von mir, empfehlen und Amanda Francis, die auch sehr viel zu dem Thema geschrieben hat. Ich habe auch heute auf meinem persönlichen Kanal auf Instagram ein Video von ihr geteilt und in diesem Video sagt sie nochmal ganz klar, so wenn ich nicht getan hätte, was ich zu tun hatte, weil jemand anderes es schon getan hat, ja, weil zum Beispiel eine Gabby Bernstein schon irgendwie in diesem Thema Spiritualität sozusagen präsent war und ich dann keinen Raum für mich gesehen habe, dann hätte ich all diesen Menschen nicht helfen können. Dann hätten mich all diese Nachrichten, die mir spiegeln, dass ich ihnen sie unterstützt habe auf ihrem Weg, hätten mich nicht erreichen können. Und wie traurig wäre das? Also schaut mal in diese Kanäle, in diese Bücher oder ja, lasst euch da sozusagen ein bisschen inspirieren. Und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, wenn dies mit euch resoniert hat. Stay tuned and see you soon. Auf bald.